Hallo, zum Beispiel Maibaum. In diesem Beispiel geht es darum, dass ein Maibaum umgeknickt ist. Wir sehen hier seine Knickstelle und wir sehen hier das Ende des Baumes. Wir sollen nun versuchen, die Länge dieses Stückes hier mit Hilfe einer Formel anzugeben, wenn wir nur die Gesamthöhe des Maibaumes und den Winkel Gamma hier verwenden dürfen. Grundsätzlich sehen wir hier ja ein rechtwinkeliges Dreieck. Wir können hier natürlich schon den rechten Winkel einzeichnen. In diesem Dreieck kennen wir den Winkel Gamma, die gesuchte Seite x, aber diese Seite, die Hypotenuse, ist zunächst nicht bekannt. Allerdings, wenn wir uns den Baum wieder aufgestellt denken, dann hat er seine Gesamthöhe, das heißt, dieses Stück hier, was wir hier sehen, entspricht ja genau dieser Hypotenuse. Also erhalten wir dieses Stück, indem ich von der Gesamthöhe das Stück x hier abziehe. Und wir sind schon im rechtwinkligen Dreieck fertig. Wir kennen die Länge der Hypotenuse. Die ist jetzt h minus x. Wir kennen die Gegenkathete, hat die Länge x und den Winkel Gamma. Gut, also wir kennen in einem Dreieck Winkel, Gegenkathete und Hypotenuse. Das schreit ja nach dem Sinus. Sinus Alpha ist ja immer Gegenkathete durch Hypotenuse. In unserem Beispiel also haben wir den Sinus des Winkels Gamma ist gleich die Gegenkathete x durch h minus x. Also x durch h minus x. Also wir haben diese trigonometrische Verhältnisgleichung gefunden und jetzt müssen wir allerdings laut Angabe das Ganze nach x umformen. Jetzt könnte man theoretisch ein Computeralgebra-System dafür verwenden. Wir machen es natürlich händisch. Okay? Das heißt, ich forme zunächst hier um, mal den Nenner, also mal h minus x, dann haben wir hier h minus x mal dem Sinus, Klammer ist jetzt unnötig, mal dem Sinus von Gamma entspricht gleich dem Wert von x. Jetzt müssen wir hier ausmultiplizieren, das ist wichtig, das heißt den Wert von h mit dem Sinus und den Wert von minus x mit dem Sinus von Gamma multiplizieren. Wir erhalten also h mal Sinus Gamma minus x mal Sinus Gamma entspricht dem Wert x. Wir formen das jetzt so, dass wir diesen Term hier auf die rechte Seite bekommen, indem wir plus x mal Sinus Gamma addieren. Also bleibt hier übrig h mal Sinus Gamma ist gleich x plus dem Sinus von Gamma mal x. Jetzt haben wir hier x und x. Wir können also hier herausheben auf der rechten Seite. Wir erhalten h mal Sinus Gamma ist gleich x mal 1 plus Sinus Gamma. Und im letzten Schritt brauchen wir nur mehr diesen Wert herüberbringen durch die Division. Wir dividieren durch 1 plus Sinus Gamma und erhalten dann h mal Sinus Gamma durch 1 plus Sinus Gamma ist gleich der Wert x, so wie es sein soll. Wir haben nach x umgeformt und wir haben die Aufgabe gelöst.